Deutschlands Gesundheitswesen hängt in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück. Das sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und versucht einen Neustart der elektronischen Patientenakte. Denn moderne Medizin brauche digitale Hilfe. Die Digitalisierung spielt in der Medizin eine immer größere Rolle. Und also eine wirklich gute Versorgung ist tatsächlich ohne den Zugriff auf digitale Patientendaten nicht mehr wirklich gut darstellbar. Deshalb soll jetzt alles ganz schnell gehen. Bis zum Jahr 2025 sollen 80% der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte, kurz EPA, verfügen. Bis Ende 2025 sollen 80% der EPA-Nutzer, die Medikamente nehmen müssen, eine digitale Medikationsübersicht erhalten. In der elektronischen Patientenakte sollen sämtliche Befunde, Röntgen- und MRT-Bilder gespeichert werden, aber auch alle Informationen aus dem Impfpass würden dort hinterlegt. Das klingt praktisch, löst aber auch Ängste aus. Manch einer fürchtet, zum gläsernen Patienten zu werden. In den Arztpraxen gibt es Bedenken, Patientinnen und Patienten könnten Informationen, Symptome oder ganze Krankheiten verschweigen. Die Zuteilung der digitalen Akte geschieht automatisch. Wer nicht mitmachen will, muss widersprechen. Auch das sorgt für Kritik. Der Minister möchte es so formulieren: Wer schweigt, stimmt zu. Aber unser Rechtssystem ist genau umgekehrt. Wer schweigt, stimmt nicht zu. Und deswegen darf ich nicht automatisch dazu gezwungen werden, irgendwo mitzumachen. Als freiwilliges Angebot waren die Akten übrigens schon vor 2 Jahren eingeführt worden. Aber nicht einmal 1% der 74 Millionen Versicherten nutzt sie.